Ja, ich bin Simon Schwald, ich komme aus Hamm. Ich studiere auch an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Ich bin der Pablo, ich arbeite bei der ITMS als Werkstudent im Mobile-Bereich und programmiere unter anderem für die ITMS-Apps. Tatsächlich ist ITMS in gewisser Weise auf mich zugekommen. Wir hatten ein Praxissemester bei uns im Studium, das wird immer im fünften Semester gemacht. Und wir hatten dann eine Art Vorstellungswoche, wo ITMS dann sich vorgestellt hat in einer Vorlesung. Programmieren macht mir Spaß, dass man sieht, wie sich eine App entwickelt oder wie sich ein Programm entwickelt, dass man von Grund auf sieht, wie sich sowas fortlaufend immer weiterführt und man am Ende dann einfach ein Endprodukt hat, was dann funktioniert und was dann das macht, was man sich am Anfang vielleicht vorgestellt hat. Das Klima hier an sich würde ich beschreiben als eher entspannt. Also ich und noch Studienkollegen, die auch hier bei ITMS sind, wir sind eigentlich alle sehr zufrieden. Wir wurden mit offenen Armen empfangen und es war auch nicht, dass man sich, sag ich mal, sehr stark unterordnen muss. Man wurde direkt gut aufgenommen, man wurde gut behandelt. Der Eindruck von unseren Aufgaben war, dass man wirklich gesehen hat, dass diese einen Nutzen haben. Also man hat etwas gemacht, was jemandem etwas gebracht hat und man hat nicht nur daran gearbeitet und es ist ins Leere gelaufen, sondern man hatte wirklich einen Nutzen. Kunden haben davon profitiert und das war immer schön zu sehen. Ich fand die Betreuung tatsächlich sehr gut. Es hat eigentlich nicht wirklich an was gefehlt. Wenn wir Fragen hatten, wurden die immer schnell beantwortet und es wurde geholfen. Wenn wir keine Fragen hatten, haben wir nicht, sag ich mal, unnötige Hilfe bekommen. Denn es ging wirklich darum, wir dürfen auch selbstständig arbeiten, wenn wir selbstständig arbeiten wollen, aber falls wir Hilfe brauchen, wurde uns halt geholfen. Die Zukunft mit der ITMS stelle ich mir im besten Fall so vor, dass wir auch nach unserem Studium hier weiterarbeiten dürfen, in einer Art einer Festanstellung natürlich. Jetzt momentan schreiben wir innerhalb der ITMS oder für die ITMS unsere Bachelorarbeit, was so dann hoffentlich der erste Schritt in die Festanstellung ist. Und eine weitere Zukunft erwünscht man sich immer bei einem Unternehmen, was einem persönlich sehr gefällt.